In der Zeit können also, sofern hier das Kommando und die Freigabe durch die Jury erfolgt, die Fahrerinnen und Fahrer auf die Strecke schicken. Das machen wir in diesem Augenblick auch. Es wird natürlich auch gefahren nach den Wettkampfbestimmungen des Bundesdeutscher Radfahrer. Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Den Anweisungen der Jury ist Folge zu leisten. Und man behält sich vor, aussichtslos im Rennen liegende Fahrer aus dem Rennen zu nehmen. Aber ich glaube, das passiert heute auf dieser 2,2 Kilometer langen Strecke nicht. Geben jedem die Gelegenheit, heute durchzufahren. Passt schön auf. Achtung, fertig, los. Wünschen euch einen sturzfreien Rennverlauf natürlich und den besten Sieg. Hinweis an die nachfolgenden Rennklassen, bitte nicht auf der Rennstrecke trainieren. Fahren mit der Rücke Nummer 2 aus den Elite-Rennen. So, drei Fahrer, die sich gelöst haben, die 3, die 2 und die 5. Das heißt, Heiko Honkenhausen vom BSV Aachen, Hanni Dürre vom Ausrichtungsverein AV Diana Oberbrom und Andi Beran vom RC Titan Leverkusen sind die drei Führenden, die jetzt noch 2 Runden zu absolvieren haben. Und werden gleich das Glockensignal zur letzten Runde hören. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde für die drei Führenden für Andi Dürre vom Ausrichtungsverein AV Diana Oberbrom, für Heiko Honkenhausen vom BSV Aachen und für den dritten im Bunde, das ist Andi Beran vom RC Titan Leverkusen. Letzte Runde auch für diesen Teilnehmer. Heute Nummer 10, das ist Dominik Bauer vom VfR Büttgen, auf Rang 4 liegend. Plätze 5, 6 und 7 kriegen jetzt auch das Glockenzeichen. Heute Nummer 6, die 11 und die 14. Tom Böhmel, Jonas Hertig und Felix Luca Hapke. Die 4 und die 8, Maximilian Dorst und Jakob Winkler gehen ebenfalls auf die letzten 2,2 Kilometer. Top 10. Schon in vollem Gange vorne. Orange-blaues Trikot, das ist RC Titan Leverkusen, das ist der Fahrer Andi Beran. Zweiter die 2, dritter die 3, so habe ich es gesehen. 5, 2, 3, Ergebnis. Andi Beran, Andi Dürre und Heiko Homrichhausen, Vierter die 10. Das heißt, Dominik Bauer vom VfR Büttgen fährt auf den 4. Rang. Und der Sprint um die Plätze 5 und folgende. 11, 6, 14. Das heißt, Jonas Hertig vom VfR Büttgen vor Tom Böhmel. Die 4 ist im Ziel, die 8. Felix Luca Hapke im Ziel, genauso wie Maximilian Dost. Und der Fahrer mit der Rückennummer 8, Jakob Winkler.